Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 20. März 2024. Friedrich August von Hayek war ein bedeutender Ökonom, Wirtschaftsnobelpreisträger und vor allem einer der herausragenden liberalen Denker des 20. Jahrhunderts. Ein Dogmatiker der Freiheit, könnte man sagen, ihn selber zitierend, ein Dogmatiker der Freiheit, aber hierfür einmal das Wort Dogmatismus im positiven Sinn verstanden. Unglaublich anregend und bis heute hochaktuell, denn Friedrich August von Hayek breitete in intellektuell geschlossener Form eine großartige Kritik am Sozialismus aus. Vor allem arbeitete er sich ab am Interventionsstaat, an den Wucherungen der Bürokratie und an der Anmaßung von Wissen. Anmaßung von Wissen, das war sein zentraler Vorwurf an die politischen Behörden. Er warnte davor, er kritisierte, wenn der Staat über seine Verhältnisse hinaus regiert, wenn er glaubt, sich überall einmischen zu müssen, dann drohe Unheil, dann drohe Verderben, dann gehe die Freiheit zu Schanden. Und seine Schriften wurden maßgebend für bedeutende Politiker auch im 20. Jahrhundert, etwa für Ronald Reagan oder Margaret Thatcher. Es dauerte nämlich in Großbritannien Jahrzehnte, bis man sich erholt hatte von dieser überbordenden Kriegswirtschaft. Und 1944 ist sein Klassiker erschienen, Der Weg zur Knechtschaft, an einer Umbruchszeit zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, es wäre hilfreich und ratsam, wir befinden uns nämlich heute auch wieder in so einer Umbruchszeit, es wäre hilfreich, dieses Buch wieder zu Rate zu ziehen, denn der Staat wirbelt und wuchert wie nie zuvor. Wir haben es gesehen während der Klimazeit, dann die Corona-Politik und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich auch ein willkommenes Alibi für alle Etatisten und Sozialisten in allen Parteien, wie sich Hayek ausdrückte, die Macht des öffentlichen Sektors, die Macht des Staates, die Macht der Politik auszudehnen. Das muss zurückgefahren werden, denn Hayek argumentierte, dass eben die Marktwirtschaft, die Marktgesellschaft eine zivilisatorische Errungenschaft ist, eine Errungenschaft, die entstanden ist, auch im Wechselspiel natürlich mit der Politik. Es braucht einen Staat, aber man muss aufpassen, dass der Staat eben nicht überbordet, sich nicht übernimmt und dann eben diese zivilisatorische Errungenschaft zerstört, die Anmaßung von Wissen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nachtragen ein Beispiel, das beunruhigend ist, ja, das bestürzend ist und das ich vermutlich deshalb bis jetzt nicht erwähnt habe. Ich habe es verdrängt, ich wollte es gar nicht zur Kenntnis nehmen. Die Rede ist von jenem schicksalshaften Fehlentscheid. Die schweizerische Staatsfirma Swisscom hat Ende letzter Woche die italienische Vodafone übernommen für 8 Milliarden Schweizer Franken. Und das hätte sie niemals tun sollen, denn mit diesem unternehmerischen Hochrisiko-Engagement in Italien übernimmt faktisch und letztlich der Schweizer Steuerzahler die Haftung für die unternehmerischen Abenteuer der Swisscom im Ausland. Und ich hätte mir niemals denken können, dass das jetzt durchkommt und dass SVP-Telekom-Minister Albert Rösti hier seinen Segen gibt. Er hätte das verbieten müssen, er hätte sein Veto einlegen müssen. Denn ich kann mich gut erinnern, 2005, ich war damals noch in Deutschland tätig, gab es schon mal Bestrebungen der Swisscom, noch unter Jens Alder, ihrem CEO, eine irische Telekom-Firma zu übernehmen. Und damals hat das unterbunden ein gewisser Christoph Blocher. Man hat auch entsprechende Gesetze erlassen, um der Swisscom das zu verbieten, weil Blocher zu Recht argumentierte, das geht nicht. Der Staat ist kein Unternehmer und solche Risiken im Ausland, das ist eine brandgefährliche Sache, die darf er niemals übernehmen, denn wenn etwas schief geht, haftet am Schluss nicht der Bundesrat mit seinem Privatvermögen, sondern es haften die schweizerischen Steuerzahler. Natürlich ist es so, wenn man eine Vodafone übernimmt in Italien, das ist ein sehr großer Anbieter, und es sollte dann tatsächlich in die Hosen gehen, ja, dann werden sich die italienischen Behörden
Behörden auf den Standpunkt stellen, dass diese Firma auf keinen Fall sterben dürfe, auf keinen Fall kaputt gehen dürfe und zur Kasse gebeten würden, in diesem Fall die Schweizer. Auf keinen Fall darf man das tun. Und wohlweislich hätte man sich erinnern müssen, denn die damals angepeilte irische Telekom-Firma, die da Jens Alder seiner Swisscom einverleiben wollte, diese irische Firma ging dann nicht viel später auch bankrott tatsächlich. Das wäre also ein Harakiri-Engagement geworden. Jetzt aber der schweizerische Staat, die Swisscom, Anmaßung des Wissens, der Staat spielt Unternehmer. Das ist eine gefährliche Entwicklung und es ist erstaunlich, meine Damen und Herren, dass mit wenigen Ausnahmen das überhaupt nicht zum Thema gemacht wird. Ich sehe, dass Christoph Blocher auf dem Weltwoche-Portal und auch in seinen Zeitungen, die er herausgibt, diesen Wochenzeitungen, in einer Kolumne das zum Thema gemacht hat, gewarnt hat vor diesem Schritt. Aber seit dem Vollzug haben wir erstaunlich wenig gelesen. Wir lesen ganze Leinwände, Leintücher voll mit Abhandlungen über die Credit Suisse und die UBS. Aber dieses hochakute unternehmerische Harakiri-Engagement der Swisscom im Ausland, darüber lesen wir erstaunlich wenig. Kommen wir zu einer zweiten Kampfzone zur Europäischen Union. Seit dieser Woche laufen nun die Verhandlungen zwischen Brüssel und Bern. Sie kennen meine Meinung. Ich bin gegen diesen Kolonialvertrag. Ich bin gegen fremde Gesetzgeber. Ich will nicht, dass die EU in der Schweiz Recht erlässt. Ich will keine EU-Richter. Ich will keine EU-Sanktionen. Und ich will auch keine EU-Tributzahlungen leisten müssen als Steuerzahler. Dies dann auch noch unter der Super-Guillotine. Die Schweiz muss unabhängig bleiben. Und das Gefährliche, das Fatale ist, dass man auch hier jetzt den Ukraine-Krieg wieder zum Hebel nehmen möchte, um die Schweiz da hineinzudrücken. Da ist ja der Oberzauberer, unser Außenministerin Jacio Cassis, der sagt, ja, die Welt ist so unsicher geworden, die Schweiz muss sich da unter den Schutzschirm der Europäischen Union flüchten. Meine Damen und Herren, welcher Schutzschirm? Der ist ja löchriger als ein Emmentaler Käse. Die EU ist ja militärisch sozusagen kleiderlos. Sie steht nackt da. Und es ist eine völlig verfehlte, falsche Überlegung. Das Gegenteil ist richtig. Gerade in unsicheren, in kriegerischen Zeiten muss doch die Schweiz sich auf ihre Unabhängigkeit besinnen und vor allem auf das völkerrechtliche Siegel ihrer Unabhängigkeit, nämlich die immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität. Sich eben ja nicht einmischen, hineinziehen lassen. Die EU ist ein Kriegsbündnis heute, faktisch gegen Russland. Wenn wir da mitmachen, auch wenn wir uns nur institutionell andocken, unterjubeln lassen, dann sind wir noch stärker als Kriegspartei exponiert, kommen wir ins Visier und sind denn da die wirtschaftlichen Aussichten so großartig, dass wir unsere Sicherheit aufs Spiel setzen sollten. Man sollte sie sowieso nie aufs Spiel setzen. Aber viele argumentieren ja und sagen und behaupten, das wäre wirtschaftlich zwingend. Aber wo ist denn da die wirtschaftliche Prosperität in der Europäischen Union? Und wenn ich nach Frankreich blicke, nach Deutschland, dann sehe ich da sehr viel Stottern, stockende Wirtschaftsmotoren. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass der politische Instinkt dieser beiden Länder in den letzten Jahren und Jahrzehnten, diese beiden Länder, die in der EU eine führende Rolle einnehmen, dass dieser politische Instinkt nun so imponierend wäre, dass die Schweiz da sozusagen mit Minderwertigkeitskomplex sich da unterkuscheln müsste. Also in kriegerischen Zeiten müssen wir uns doch erst recht auf die Unabhängigkeit besinnen. Aber ich habe den Eindruck, in der Schweizer Medienlandschaft bin ich da ein ziemlich einsamer Mahner, da sozusagen der Prediger in der Wüste. Ich beobachte da mit einiger Fassungslosigkeit die Berichterstattung in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung. Die machen sich nun Riesensorgen, dass die Gewerkschaften da von der Fahne gehen könnten, dass die Gewerkschaften empört, weil man sie nicht richtig eingebunden hat, dass die Gewerkschaften da dieses EU-Dossier platzen lassen. Sie beschwören geradezu hier den obersten Chef Pierre-Yves Maillard wieder sich ins Vernehmen zu setzen mit dem SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Das ist ja auch ein interessantes Gespann. Bis jetzt unterstützen ja die Gewerkschaften den kritischen Kurs der SVP und die Liberalen, die Mitte und die Linken. Sie hoffen natürlich, dass dieser Maillard irgendwann weich zu klopfen wäre, damit sie endlich
ihre Sehnsuchtsziele da in der Europäischen Union institutionell verbandelt erreichen können. Die NZZ gibt auch dem EU-Kommissar Maros Sefcovic, der für die Schweiz zuständig ist, der Kommissar, der zuständig ist. Wir dürfen also zukünftig, wenn es nach dem Willen dieser Euroturbos geht, einem Kommissar rapportieren. Dieser Kommissar Sefcovic, übrigens ein sehr charmanter, durchaus charismatischer Mann, der sich immer mit einem strahlenden Pepsodent und Tippex-Lächeln da ablichten lässt. Er beschwichtigt natürlich und sagt, nein, nein, die Schweiz muss sich überhaupt keine Sorgen machen, es kommt gut, eure Universitäten werden wieder Geld bekommen. Bei der Zuwanderung sind wir natürlich bereit, auf eure Sorgen Rücksicht zu nehmen. Wir sind doch nette Kerle, wir wollen doch überhaupt nichts Böses mit der Schweiz. Nein, sie wollen nichts Böses. Sie wollen einfach die Gesetze machen in der Schweiz, sie wollen in unseren Arbeitsmarkt und sie wollen unser Geld. Das ist das Thema. Die EU braucht dringend Nettozahler, weil sich eben die EU mit Hayek auch immer übernimmt. Anmaßung von Wissen. Wer zahlt denn da für diese gigantischen grünen Wirtschaftsumbauprojekte, die auf eine Verschrottung der europäischen Autoindustrie hinauslaufen, die eine Deindustrialisierung vorantreiben? Wer soll denn das da bezahlen in Zukunft, wenn die Briten nicht mehr dabei sind? Und die Deutschen, da geht das Geld auch langsam zur Neige. Also die Schweizer werden doch da als Milchkuh benötigt. Was mir auffällt, bei der NZZ, sie ist ja das verlässlichste Sturmgeschütz da dieser EU-NATO-Turbos in der Schweiz. In diesem seitenlangen Gespräch bringen sie es also fertig, die Kollegen, das eigentlich brenzlige Thema kaum anzusprechen, nämlich das Thema der Rechtsübernahme, der fremden Richter, der Sanktionen und der Guillotinen. Das wird da grossräumig umfahren, sozusagen Realitätsflucht ins Detail. Dann aber loben wir die Kollegen. Auch in der NZZ habe ich gelesen, einen spannenden Artikel über Pläne an den Schulen, die Schulnoten abzuschaffen. Das ist ja auch nichts Neues. Ich habe das zum Teil selber noch erlebt, am Schluss meiner Gymnasialzeit, dass es da ganz fortschrittliche Lehrer gab, die nicht mehr benoten wollten, mit dem Resultat, dass natürlich die Leistungen brutal abgestürzt sind. Und offensichtlich gibt es auch in der Wirtschaft Stimmen in der Schweiz, die der Meinung sind, man müsse diese Noten abschaffen. Das komme nicht gut heraus. Da bin ich dezidiert anderer Meinung. Ich glaube, diese Noten in ihrer brutalen Ehrlichkeit, natürlich kann es auch Fehlnoten, Fehlbewertungen geben, aber eben die brutale Ehrlichkeit dieser Noten und Klarheit, das ist eben besser, als wenn sie das da in die verschwurbelte, gewundene Buchstabensprache einfügen. Also hier sagen Zahlen mehr als Worte. Dann spielen nach wie vor, beben nach die Wahlen in Russland. Da sind sich ja alle einig bei uns. Das war jetzt die absolute Farce, die Scheinwahl und mit Putin vorwärts ins Verderben und der schlimme Diktator in Moskau. Wissen Sie, was mich am meisten stört an dieser ganzen Meinungsbrigade, an dieser Meinungskanonade? Das ist die Selbstgerechtigkeit und auch die Anmaßung von Wissen, die dahinter steckt. In dieser Putin-Verteufelung schwingt eben immer auch mit die Heiligsprechung der eigenen Position. Das ist das, was mich vor allem stört. Ich bin kein Putin-Verteidiger in dem Sinn. Ich bin vielleicht ein Pflichtverteidiger. Wenn etwas zu sehr in einseitige Richtungen gibt, dann fühle ich mich bemüßigt, hier Audiatur et altera pars zu bringen. Aber das Gefährliche an diesen Anschwärzungen, an dieser Dämonisierung ist eben, dass man dadurch automatisch sich selber moralisch in einer Art und Weise überhöht, die gefährlich ist. Und je mehr wir Putin verteufeln und je mehr wir Russland zum Unrechtsstaat erklären, desto blinder werden wir für die Fehler unserer eigenen Politik. Und das ist hier das eigentliche Problem. Darum halte ich dagegen. Mir geht es nicht darum, zu urteilen, das kann ich gar nicht, wie sich Russland entwickelt. Das ist auch gar nicht meine Sache, dies letztlich zu beurteilen. Ich muss beurteilen, wie wir darüber diskutieren, was bei uns los ist. Und wenn ich sehe, Scheinwahl, die große Farce, da habe ich meine Fragezeichen. Ich glaube nämlich, nach allem, was ich weiß, dass es eben eine Tatsache ist und eben nicht Wahlbetrug, dass eine ganz solide, vielleicht sogar überwältigende Mehrheit der Russen hinter Putin stehen, ob uns das passt oder nicht. Und man müsste sich ja vielleicht einmal damit auseinandersetzen, warum das so ist und warum unsere Wahrnehmung, unsere Verteufelung da nicht durchschlägt, warum es die Russen anders sehen.
Das ist für mich hier eine der zwingenden Aufgaben. Und das Zweite ist natürlich, dass wir uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das, wenn wir das entsprechend so einschätzen? Was heißt das für unsere Situation? Müssen wir dadurch noch mehr Waffen liefern? Dürfen wir keine Verhandlungen führen? Und so weiter. Also diese Dämonisierung, diese Verteufelung, dieser Moralismus, das ist nie gut. Es braucht Sachlichkeit. Es braucht den Willen auch zur Sachlichkeit. Und noch ein letztes Stichwort zur Scheinwahl, zur Pseudowahl, zur Farce. Jetzt lese ich da in unseren Medien auch, dass offenbar nur 20% der in der Schweiz lebenden Russen für Putin gestimmt haben. Ja, war es jetzt eine Scheinwahl oder war es keine Scheinwahl? Also entweder sind diese 20% dann auch irrelevant, weil es sowieso ein Betrug ist. Ich habe mich dann allerdings auch gefragt, ja, wenn es eine Scheinwahl ist, eine reine Farce, wieso darf man dann überhaupt gegen Putin stimmen? Das müsste ja dann gar nicht erlaubt sein. Also hier hat ein Schwarz-Weiß-Denken, ein Schablonendenken eingesetzt, das zwangsläufig in die Irre führen muss. Und viele Leute haben natürlich Angst, hier etwas differenzierter zu argumentieren, weil man ihnen dann vorwirft, ja, du bist jetzt auch so ein Verteidiger von Putin, du bist jetzt auch ein Putin-Freund, ein Putin-Versteher. Nein, diesen Hut ziehe ich mir nicht an, wobei ich nichts gegen das Verstehen habe, aber damit ist etwas anderes gemeint. Man ist ja schon fast ein Landesverräter da in der Ausdeutung. Nein, das ist nicht mein Punkt. Ich wehre mich gegen diese Selbstgerechtigkeit, gegen diese Selbstherrlichkeit, die aus den Verteufelungen spricht. Das ist immer ungesund und das führt in den Abgrund des Irrtums. Meine Damen und Herren, mit diesen beschwörerischen Schlussworten möchte ich es bewenden lassen für die schweizerische Ausgabe. Bitte auch die internationale Sendung nicht verpassen, gleich im Anschluss. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis gleich. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.